wunderschönen guten Morgen für mich bzw. für euch. Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist einiges geplant, bevor ich euch aber mit durch den Tag nehme, der wirklich aufregend ist. Ich freue mich total. Zeige ich euch kurz was. Und zwar hatte ich euch auf Insta-Story so ein paar Produkte gezeigt, die ich benutzt hatte an so einem kleinen Beauty Day. Und im Hintergrund hat man unsere neuen Zahnbürsten gesehen, und zwar diese hier. Und die sind natürlich optisch ein absoluter Blickfang. Und da kamen direkt Fragen, was hast du denn da für Zahnbürsten? Was ist das denn? Sind die neu? Ja, die sind neu. Die habe ich jetzt schon einige Zeit getestet. Die sind von Wondersmile und das sind keine normalen elektrischen Zahnbürsten, sondern das sind Schallzahnbürsten. Und ich hatte euch in einer der letzten Vlogs gefragt, ob ihr da Interesse habt, dass ich euch die zeige. Und da haben einige gefragt und mich darum gebeten, dass ich das doch mal zeige. Denn Mundhygiene ist natürlich das A und O. Es ist einfach schön, ein schönes Lächeln zu haben mit schönen Zähnen. Das ist mir unglaublich wichtig. Ich persönlich hatte ja in meiner Zahngeschichte immer mega die Probleme gehabt, sowohl mit Zahnfleisch als auch mit Zähnen und überhaupt. Ich habe in der Vergangenheit immer mit einer elektrischen Zahnbürste geputzt, die einen runden Kopf hat, habe zusätzlich danach nochmal eine Handzahnbürste genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Zwischenräume nicht so richtig sauber geworden sind. I don't know, das habe ich euch auch in den letzten Vlogs immer mal wieder ich habe es euch mal gezeigt, auch in einem DM-Haul, darauf hingewiesen, dass ich jetzt noch eine normale Zahnbürste benutze, weil ich irgendwie mit der elektrischen nicht so hundertprozentig zufrieden bin. Und deswegen hatte ich mich auf die Suche begeben nach einer Zahnbürste, nach einer elektrischen Zahnbürste, die sozusagen einen längeren Kopf hat, also nichts Rundes, sondern wie eine normale Zahnbürste. Und bin dann auf Wondersmile gestoßen und war einfach nur begeistert gewesen. Das hat sich einfach alles so super angehört, dass ich das Ganze jetzt erstmal eine ganze Zeit lang getestet habe. Und deswegen, ich sag euch einfach mal ein paar technische Daten, dass ihr einfach wisst, worum es hier überhaupt geht. Das hier ist die Wonder Brush, die darf sich wirklich so nennen, von Wondersmile. Und das ist eine Schallzahnbürste. Ja, was ist jetzt eine Schallzahnbürste, fragt sich der eine oder andere vielleicht. Und zwar eine Schallzahnbürste ist einfach eine Zahnbürste, die nochmal intensiver, aber schonender die Zähne putzt und auch das Zahnfleisch halt eben dadurch behandelt. Ich muss sagen, ich hatte immer Zahnfleischbluten, egal ob ich mit einer elektrischen Zahnbürste geputzt habe oder mit einer Handzahnbürste. Bei dieser Zahnbürste hatte ich vom ersten Gebrauch, als ich sie das erste Mal getestet habe, kein Zahnfleischbluten. Und ich habe mir nur gedacht, hä, wie kann das denn sein? Und ich verstehe es bis heute immer noch nicht. Das ist einfach ein Phänomen. Diese Schallzahnbürste ist halt einfach extrem schonend zu den Zähnen und zum Zahnfleisch, dass die einfach nicht so angegriffen werden. Also, dass dieses Zahnfleischbluten zum Beispiel nicht auftaucht. Und ich kann nur sagen, ich war jemand, der immer Zahnfleischbluten hatte und immer extreme Probleme damit. Und einfach seit Tag 1, seitdem ich die benutzt habe, habe ich keine Probleme mehr damit. Ich weiß nicht, also irgendwie für mich auf jeden Fall ein Wunderprodukt, anders kann ich es nicht sagen. Also in diesem Punkt war es einfach so vom ersten Moment so ein Wow-Effekt. Und dann ist es so, dass die einfach effektiver putzt. In Studien wurde auch bewiesen, dass diese Schallzahnbürste pro Minute 30.000 Mal vibriert. Das ist der absolute Wahnsinn. Das heißt, ihr könnt mit dieser Schallzahnbürste eure Zähne so gründlich an einem einzigen Tag putzen, wie mit einer normalen Handzahnbürste in einem ganzen Monat. Das ist der absolute Wahnsinn. Das wurde halt eben ausgerechnet in diesen Studien. Und ich kann einfach nur bestätigen, die Zähne fühlen sich danach an, als ob man bei einer Zahnreinigung gewesen ist, bei einer professionellen Zahnreinigung. Es werden einfach wirklich, die Zähne werden gereinigt, die Zahnzwischenräume werden gereinigt. Man hat hier natürlich auch Noppen, die halt eben für die Zunge geeignet sind. Und es ist halt eben so, dass wenn man die hier aktiviert, hat man 15 verschiedene Module sozusagen, die man aktivieren kann. Also ich mache die gerade mal an, blinkt dann hier nämlich alles auf und da ist sowas zum Beispiel dabei wie Clean, White, Polish oder halt, dass man die Zunge putzen möchte. Ich mache es mal wieder aus. Also es gibt verschiedene Sachen, die man da miteinander kombinieren kann und wie man dann halt eben die Zähne putzen kann. Und man merkt es auch wirklich dann im Mund, dass wenn man was anderes drückt, weil ich benutze erstmal Clean und putze meine Zähne ganz normal und dann gehe ich meistens immer nochmal auf White oder Polish und gehe nochmal so ein bisschen drüber,
Und da merkt man schon, dass die Vibrationen irgendwie anders sind. Und ich hatte ja hier auch für meinen Mann eine besorgt in Schwarz. Und er war am Anfang skeptisch und hat gemeint so, ich bin so viele Jahre jetzt meine normale elektrische Zahnbürste gewöhnt. Und dann hat er aber die gesehen und sagte, boah, die sieht richtig stylisch aus. Und hat er gesagt, komm, ich probiere das Ganze mal. Und ich habe ihn aber auch nicht mehr gefragt, und wie findest du es und so weiter. Und er hatte mir dann von sich aus, es war vor ein paar Tagen gewesen, hat er gesagt, übrigens, die neue Zahnbürste ist der absolute Hammer. Er könnte sich nicht mehr vorstellen, die normale, also seine alte Zahnbürste, seine elektrische Zahnbürste zurückzunehmen. Und habe ich gesagt, warum? Was gefällt dir jetzt an der so viel besser? Und hat er gemeint, er weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum und wie das funktioniert, aber er hat das Gefühl, dass mit dieser Zahnbürste die Zähne sauberer sind. Also er hat gemeint, das ist wirklich so, es fühlt sich an, wie wenn er so richtig grundgereinigt hätte, wie wenn er mit einer normalen Zahnbürste irgendwie 10-mal hintereinander geputzt, geschrubbt hätte, gemacht, getan und so weiter und so fort. Also er hat das Gefühl, dass einfach seine Zähne sich sauberer anfühlen. Er hat gemeint, wenn er so mit der Zunge über die Zähne geht, dann fühlt sich das einfach so krass an. Und das kann ich einfach nur bestätigen. Die Zähne fühlen sich wirklich ultimativ sauber an. Wirklich wie von einer Zahnreinigung, wenn man vom Zahnarzt kommt, bei einer professionellen Zahnreinigung. Aber ohne den Hintergrund, dass man Zahnfleischbluten hat oder diese Zahnfleischgeschichte, dass es einfach so ein bisschen gereizt ist nach einer professionellen Zahnreinigung. Das ist bei der eben nicht der Fall, weil sie eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr schonend zu Zahnfleisch und Zähnen ist. Ja, deswegen Feedback an euch. Ich habe sie jetzt ausgiebig getestet, beziehungsweise wir. Und wir lieben diese Zahnbürsten und möchten sie auf jeden Fall nicht mehr missen. Also eine Schallzahnbürste ist einfach nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Level. Meine Zähne fühlen sich einfach nur gepflegt und sauber an. Also ich bin zu 100% überzeugt und möchte nicht mehr zu irgendetwas anderes greifen. Und das Ganze aber ganz wichtig in Kombination mit der richtigen Zahnpasta. Das hier ist eine Zahnpasta, wo Aktivkohle drin ist. Ich hatte euch in einer der letzten Videos immer mal wieder was über Aktivkohle gesagt. Das ist ein natürlicher Rohstoff, der einfach entgiftend wirkt. Und wenn man diesen Rohstoff in Beauty-Produkte reinpackt, dann hat man einfach gewonnen. Also Aktivkohle, wie gesagt, ist etwas, was entgiftet und Schmutz entzieht. Und in dem Fall, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen hattet, in alten Videos ist es immer mal wieder Trend gewesen, Aktivkohle sich auf die Zähne zu schmieren und die Zähne dadurch weißer zu bekommen. Das ist natürlich aber eine Riesensauerei. Ich hatte das damals auch mal probiert. Das ist eine Riesensauerei. Alles ist schwarz und alles fühlt sich eklig an. Deswegen hat Wondersmile sich gedacht, hey, wir machen eine Aktivkohle-Zahnpasta, die eben nicht alles rumsaut, trotzdem die Zähne super schön weiß macht und die nämlich nicht diesen ekligen Geschmack hat, sondern die schmeckt einfach nach Minze. Da ist Minze drin, die ist schwarz, aber man sieht auch so, es ist so ein durchsichtiges Schwarz. Also sehr, sehr lecker nach Minze, dass man auch einfach nach dem Zähneputzen nicht nur das Gefühl hat, okay, ich habe was dafür getan, dass meine Zähne weißer werden, sondern dass man trotzdem einen schönen frischen Atem natürlich hat. Also wenn ihr irgendwie Probleme habt mit groben Verfärbungen oder sowas, ihr viel Kaffee, Tee trinkt oder raucht oder wie auch immer, dann ist so eine Aktivkohle-Zahnpasta wirklich das geeignetste, dass einfach die Zähne wieder heller werden, dass man so einen Whitening-Effekt einfach hat. Der Kopf hier ist übrigens flexibel, so dass es auch wirklich dann schonend zu Zähne und Zahnfleisch eben ist. Die liegt super schön in der Hand. Die ist richtig weich vom Material, trotzdem komplett wasserfest natürlich. Und die wurde auch von Zahnärzten getestet. Man hat hier auch eine richtig stylische Ladestation. Ich meine, wie hübsch ist die in diesem durchsichtig? Also die stehen ja hier so bei uns nebeneinander und es sieht einfach nur wunderschön aus. Ich hatte sonst meine Zahnbürsten immer in irgendeinem Glas drin gehabt, aber so sieht es natürlich viel nicer aus. So kann man sie ganze 60 Tage stehen lassen, denn so lange hält der Akku, bis ihr dann einmal wieder aufladen müsst. Und da habt ihr hier diese Ladestation, die könnt ihr euch hier einfach reinlegen, die Zahnbürste hier draufstellen, einmal laden lassen. Über Nacht, dann kriegt man es nicht mit. Dann könnt ihr das Ganze wieder rausholen, habt ihr auch nirgendwo einen Kabersalat, das Ganze wieder hinstellen und die Zahnbürste einfach für sich sprechen lassen, weil das ist wirklich ein Hingucker, wie ihr selber gemerkt habt. Übrigens, die Produkte sind tierversuchsfrei und auch
vegan, was ich ziemlich, ziemlich wichtig finde, gerade hier bei so Zahnbürsten beziehungsweise alles, was so im Mund stattfindet, super, super wichtig. Also, dass ihr für den einen oder anderen, für den das auch sehr wichtig ist, dass ihr da Bescheid wisst. Wer diese sehr, sehr, sehr effektive Schallzahnbürste testen möchte, darf das sehr, sehr gerne tun. Ihr bekommt von mir einen Mega-Code und zwar jetzt wirklich nur zum Muttertag. Das ist wirklich ganz exklusiv, gibt es sonst nämlich nicht. Ihr bekommt satte, das ist so krass, 50%, ihr Lieben. Ihr kriegt 50% mit dem Code Amanda50. Ich habe euch alles nochmal in die Infobox verlinkt. Schaut da sehr, sehr gerne nach. Also es ist wirklich ein Hammercode für diese Technologie, für diese Qualität. Wirklich ein Hammer. Anders kann ich nicht sagen. Und sie setzen nochmal einen drauf. Das ist der absolute Burner. Das machen wirklich nur Firmen, die zu 1.000.000% überzeugt von ihrem Produkt sind, dass ihr es auch so lieben werdet. Deswegen bekommt ihr eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr bekommt diese Zahnbürste sowieso schon für 50% off. Das ist der absolute Wahnsinn, wie gesagt. Und dann könnt ihr es ganz in Ruhe zu Hause testen. Und wenn es euch nicht überzeugt, was wo ich wirklich nicht von ausgehe, weil das einfach der absolute Hammer ist, könnt ihr es einfach wieder zurückschicken, wenn ihr nicht davon auch einfach zu 100% überzeugt seid. Also wenn das nicht der absolute Oberknüller ist, dann weiß ich auch nicht. Also man geht auch überhaupt kein Risiko ein sozusagen. Testet es, macht euer Probeputzen sozusagen und lernt es lieben, wie eure Zähne und euer Zahnfleisch einfach so sauber, gründlich gereinigt werden, wie wenn ihr wirklich tagtäglich aus der Zahnpraxis rauskommen würdet und ihr habt grundgereinigte Zähne, ohne dass euch irgendwas wehtut, brennt, ihr Zahnfleisch blutet oder sonstiges habt. Also, ihr Lieben, schaut einfach mal in die Infobox rein, da habe ich euch, wie gesagt, alles verlinkt. Wichtig zu wissen ist noch, dieser Code ist, wie gesagt, ganz, ganz, ganz exklusiv. Die 50% gibt es sonst nicht. Deswegen gibt es diesen auch nur für 2 Tage. Also 48 Stunden lang ist der gültig. Danach ist vorbei. Deswegen, also ihr Lieben, alle Infos nochmal in der Infobox. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den Tag. Ich gehe mich einmal umziehen und melde mich gleich wieder bei euch. Samu hat uns diese Nacht mal ein bisschen besser schlafen lassen. Auf jeden Fall ist nicht so wie letzte Nacht gewesen oder vorletzte Nacht, sagen wir es mal so. Der Lias schläft noch. Der ist um 5 circa zu uns ins Bett gekommen oder sogar ein bisschen später, 5:30 Uhr. Genau, ja, und ich lege jetzt aber mal direkt los. Wir wollen so gegen 2 Uhr ungefähr grillen. Das heißt, bis dahin, ich muss das Fleisch noch einlegen, Salat machen, generell das Essen halt eben vorbereiten. Die ganzen, man sagt nämlich immer, oh, wir grillen, ist ja total gechillt. Ja, von wegen, wenn man das alles vorbereiten muss, was sonst noch außer Fleisch auf dem Tisch steht. Ist ja schon ein bisschen was. Genau, bei der Deko steht noch alles. Gestern Abend ist, glaube ich, irgendwo ein Ballon geplatzt. Muss ich mal gucken. Ich sehe jetzt auf Anhieb nirgendwo, wo einer fehlt, aber ja. Genau, dann, also ich lege jetzt erstmal mit der Torte los, dass das safe fertig ist. Und dann setze ich mich an den PC und muss auf jeden Fall für heute noch einen Vlog schneiden. Mal gucken, wie weit ich komme. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ist nicht schlimm, aber ich versuche es schon mal hinzubekommen. Ich habe ja jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Und wenn Alias da mal runterkommt, dann machen wir uns auf Pfannkuchen, wie jeden Samstag. Ich habe hier so ein Set bestellt. Das ist jetzt auch, also habe ich jetzt praktisch für diese Feier mal bestellt. Aber das ist so wirklich gut zu haben, weil man dann zu Hause selber Sachen personalisieren kann. Also das ist ein Riesenset. Ich verlinke euch das gerne mal. Das habe ich über Amazon bestellt. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Da sind zum Beispiel Buchstaben mit dabei. Also ich kann jetzt zum Beispiel so einen Fondant hier nehmen, ausrollen, die Buchstaben rausmachen. Das werde ich nämlich gleich machen. Und dann hier zum Beispiel Namen und sonstiges schreiben. Also hier sind auch Zahlen und so weiter dabei. Ja, Samu. Da sind verschiedene Stanzer mit dabei, also Blumen und Schmetterlinge sind hier, Sterne, alles Mögliche, ganz normale Kreise, alles Mögliche, womit man formen kann. Auch wenn man selber mal einen Kuchen machen möchte, schaut mal hier so für den Rand, um den zu perfektionieren. Ich habe selber noch nicht 100%ig reingeschaut. Sind auch solche Dinger mit dabei, um einfach besser zu modellieren. Ja, im Prinzip alles Mögliche. Ein komplettes, man macht die Torte selber Set. Also die Deko.
hatte ja hier diese Silikonform gekauft. Kann ich sie euch auch mal richtig zeigen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich presse das hier die ganze Zeit rein und dann kann ich das hier rundherum ausschneiden. Genau. So, mit der Torte bin ich fertig, die zeige ich euch später nochmal. Ich mache auch nochmal Carrons und deswegen zeige ich euch das gleich dann alles zusammen. Mittlerweile ist der Lias auch wach, deswegen jetzt frühstücken wir erstmal unsere Pfannkuchen wie jeden Samstag und dann mache ich hier alles final fertig sozusagen. So, einige Stunden später, die Flur haben wir eigentlich 12:30. Ich werde jetzt auch hochgehen, mich mal umziehen, meine Haare irgendwie machen. Genau, ich wollte euch jetzt nur mal das Endergebnis zeigen, vor allen Dingen von der Torte und von den Macarons. Die Deko habe ich euch ja gestern schon gezeigt, aber ich drehe euch mal um. So sieht's jetzt hier aus. Ich habe die Blumen, die wir meiner Mama geschenkt haben, noch hier rübergebracht. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Und hier ist die Torte. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt hier aus Fondant Happy Birthday Maria noch geschrieben und dann mit diesen Eiffeltürm gearbeitet. Ich habe das Ganze auch mit so Gold bestrichen, aber das sieht natürlich neben diesem richtigen Gold eher aus wie so ein bisschen Orange, aber ich finde es überhaupt gar nicht schlimm. Also ja, genau, aber ich finde es mega, mega. Also hier einmal die Kerzen, dann hier natürlich, das habe ich euch, glaube ich, alles schon gezeigt. Genau, hier habe ich das auch hingestellt für, wenn man dann halt eben den Kuchen anschneidet oder beziehungsweise wenn wir Kuchen essen. Und hier sind die Macarons. Richtig genial. Ich hatte ja noch diese Zahnstocher mit den Eiffeltürmen drauf bestellt und ich finde, das sieht klasse aus. Also zu Macarons muss man sagen, das ist von meiner Mama mit die Lieblingssüßigkeit sozusagen. Und ja, ist ja auch was Französisches sozusagen. Genau, ansonsten hier von der Deko her hat sich eigentlich nichts geändert. Hier sieht es immer noch gleich aus. Das Einzige, was sich hier geändert hat, ich habe hier jetzt auch mal die Lichter angemacht. Ich habe hier übrigens nochmal Maria draufgeschrieben, beziehungsweise draufgeklebt mit so Stickers. Hier hat sich noch Folgendes geändert. Also ich habe jetzt die Geschenke von uns jetzt zumindest mal hingestellt, die 60 noch hier dran geklebt und dann verschiedene Paris-Bilder. Genau, so sieht's aus. Ich finde es richtig, richtig schön. Ansonsten, wie gesagt, von der Deko hat sich jetzt eigentlich hier auch nichts geändert. Unser Tisch sieht jetzt so aus. Genau, ich habe jetzt hier diesen Tischläufer, ein bisschen Konfetti. Dann, ja, wir sind ja unter uns, deswegen können wir auch vom Papptellern essen. Ich finde das aber so genial, weil es halt einfach zur Deko passt. Und in die Mitte werde ich dann auch noch die große Sektflasche stellen. Die weiße große Sektflasche, die ist aber auch noch im Kühlschrank, dass sie einfach schön kühlen kann. Und dann werden wir später lecker essen und anstoßen. So. Unten ist alles fertig. Ich habe auch das Fleisch und so weiter schon eingelegt heute Morgen. Also ein paar Sachen, die schon fertig auch im Kühlschrank stehen. Genau, jetzt habe ich mich gerade angezogen. Ich habe mir ein schwarzes Kleid einfach angezogen und werde jetzt mal ein bisschen Make-up machen. Ich habe hier so ein paar Sachen rausgeholt. Eigentlich so mein Basic, was ich immer benutze. Also da ist jetzt nicht großartig was Neues dabei. Ich möchte ein relativ schlichtes Make-up machen. Auch keinen Lidschatten großartig dafür, aber wahrscheinlich rote Lippen. Genau, ich zeige euch auf jeden Fall gleich das Endergebnis. Fertig, das ist mein Make-up of the day. und schwarzes Kleidchen habe ich einfach an. Also wir wollten halt mal wieder ein paar Fotos irgendwie zusammen machen, haben wir schon lange keine mehr gemacht. Deswegen haben wir einfach mal gesagt, wir ziehen uns ein bisschen, jetzt nicht unbedingt schick, aber jetzt auch nicht in Jogginghose oder so. Und das ist halt so ein gemütliches Kleid. Das war, glaube ich, mal von Primark oder so gewesen. Gott, der Spiegel ist so dreckig, ich muss ihn unbedingt mal putzen. Aber ja, ich bin jetzt fertig, gehe jetzt mal runter. Wir haben mittlerweile 1:30 Uhr. Und ich werde mal den
Salat und so weiter mal anfangen, die Würstchen und so auszupacken. Genau. Hast du es im Kindergarten gemacht oder hier bei der Mama? Bei dir zu Hause? Hier hat der Luis mir geholfen. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich mal wieder. Ja, ich habe jetzt nicht so viel mitgefilmt. Wir haben einfach die Zeit heute genossen zusammen. Wir haben mittlerweile auch schon 20 vor 9. Wir haben auch alles wieder zusammen abdekoriert, dass alles aufgeräumt ist. Da muss ich das morgen nicht machen. Genau, es ist alles wieder weg. ja, die erste Maschine ist jetzt gerade schon gelaufen, aber wir müssen noch eine zweite anmachen. Die komplette Spüle ist noch voll. Ja, das werden wir auch gleich machen. Ja, ich bin jetzt gerade eben vom Bad runtergekommen erst, weil ich habe gerade mein Gesicht, hatte ja mich geschminkt gehabt und deswegen habe ich mich jetzt mal erstmal gescheit abgeschminkt und mein Gesicht gepeelt und eingecremt und so weiter. Jetzt ist es halt auch schon relativ spät. Ich werde jetzt, denke ich, heute doch keinen Vlog online stellen. Aber ich werde das morgen früh direkt nach dem Essen machen, weil ob ich das jetzt so spät abends mache oder direkt morgen früh, ich denke, das nimmt sich nicht so viel, weil, ach Gott, jetzt möchte ich auch einfach mal runterkommen, ein bisschen chillen. Genau, weil morgen werden wir ja auch zu der Familie von meinem Mann fahren, beziehungsweise zu meiner Schwiegermama, weil morgen ist das Osterfest, also das orthodoxe Osterfest. Genau, deswegen, da sind wir morgen auch ein bisschen unterwegs. Ja, deswegen wird jetzt mal eine Runde gechillt. Es war auf jeden Fall ein richtig cooler, gelungener Tag. Meine Mutter hat sich mega gefreut. Die bedankt sich die ganze Zeit mega wegen der Deko, wegen den Geschenken, Essen, alles drum und dran. Also sie hat sich sehr, 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 sehr darüber gefreut. Das war super gewesen. Genau, ja, deswegen, ihr Lieben, ich würde sagen, wir hören und sehen uns morgen wieder.